Wenn du so reinfrischst, brauche ich dich nicht mal mehr lautstellen. Hast du die Folge gehört mit dem Happy Hippo Snack? du hast mir geschickt. Ah ja, das war schön. Pfeile, Interpersonale. Okay. Oh, endlich so gutes Game. Jetzt komm ich. Alter. Game Circus. Willkommen zurück bei Game Circus. Man of Medan. Montag, Arthur Miller, Private, Diebstahl, erster Tag, Haft in Millers Spind, wurden persönliche Gegenstände eines Vorgesetzten-Offiziers gefunden, Gegenstände sichergestellt und Besitzer zurückgegeben. Mittwoch, David Davis, Private, unbefugter Zutritt, zwei Tage Haft hielt sich ohne Zutrittsbefugnis im Frachtraum 3A auf, eklatante Missachtung von Befehlen. Freitag, PVC, Louis Brand, Trunkenheit in der Öffentlichkeit, ein Tag Haft, war während der Landgangs betrunken und legte ein für Angehörige des US-Streitkräfte unangemessenes Verhalten an den Tag. Robert Reed, Trunkenheit in der Öffentlichkeit, ein Tag Haft, war während der Landgangs betrunken und legte ein Blablabla. Samstag, Charles Anderson, Private, Trunkenheit in der Öffentlichkeit, Schlägerei, 10 Tage Haft, war während des Landgangs betrunken und legte, wissen wir schon. Joseph Roberts, Private, Trunkenheit in der Öffentlichkeit, Schlägerei, 10 Tage Haft, war während, ja. Okay. Ja. Also alle haben sich irgendwie geprügelt. Der Krankenstation. Krankenstation. Fazit? Alle haben sich übel geprügelt. Fazit? Wenn man beim Militär Urlaub will, muss man sich nur ein bisschen betrinken. Dann kann man 2 Tage ausschlafen. Stimmt. Boah! Das war creepy, ne? Gell? Der ist einfach aus dem Nichts aufgetaucht. Das auch gerade, hey. Der war doch gerade eben nicht da. Hey, jetzt ist er vor uns. Ja, da ist er ja eben schon vorgelaufen. Was? Weißt du noch, wie wir in das Strom- und Wasserwerk eingebrochen sind, als wir klein waren? Ja, nee. Na klar. Hast du mich angeschnitten? Dachte, es macht dir Spaß. Nein, ich behaupte, du hattest total die Hosen voll. Blödsinn. Hm? Oh, nee. Toll. Oh, nee. Okay, dann kann man runter. Komm, wir gehen noch weiter ins Todesschiff. Hm? Oh ja, lass uns doch ganz runtergehen. Schau dir das mal an. Das ist eine gute Idee. Da unten. Ist wohl der Maschinenraum. Ja, du hast recht. Hier sollte sich ein Generator finden lassen, stimmt? Finden wir es raus. Mhm. Ich würde auch den Sprossen und so nicht vertrauen, Mann. Übel. Die Leiter ist. Ich kann mich hier fallen lassen. Oh, Vorsicht, Pater, wird nicht leichtsinnig. Bist du okay? Ja. Siehst du, wie so unten der Knochen raushängt? Ja, it's just a flesh wound. Ich bin okay, ich bin der Einzige von euch Idioten, der Schuhe angezogen hat. Da könnt ihr auch sagen, hier, du kriegst einen Schuh von mir. Hm? Dann ist hier nicht ganz so kalt die ganze Zeit. Oder? Ich weiß auch, also wegen der Kälte. Holy crap! Hast du das nicht gesehen? Klar. Diese Dämpfe müssen entweder das Halluzinogen enthalten oder... Mhm. Alles okay? Ja, ich glaube, ich sehe zum ersten Mal seit langem wieder klar. Nichts hat mich angegriffen. Erklärst du mir das? Das Schiff hatte Matschurei-Gold an Bord. Aber das war überhaupt kein Gold. Giftiger Stoff. Und überall ist dieser Dunst, ja? Das ist vielleicht Matschurei-Gold. Und vielleicht atmen wir es ein und es lässt uns total ausrasten. Ja, das macht seltsamerweise Sinn. Nichts davon ist passiert. Ich habe halluziniert. Die Crew hatte vor irgendwas panische Angst. Sie haben diese verrückten Dinge gesehen und dachten, sie wären echt. Das Flugzeugwrack vom Tauchgang. Es hängt damit drin, stimmt's? Es war ein Rettungsflugzeug. Es kam nur deshalb hier raus, weil die Besatzung einen Notruf abgesetzt hatte. Und als es dann hier war, war es zu spät. Alle auf dem Schiff waren durchgedreht. Also aber warum ist denn abgestürzt? Weiß der Geier, was sie ja, vielleicht haben sie es mit Munition vom Himmel geholt eben. Mhm. Weil ja, stimmt. Flugzeug als irgend... Okay, tja. Dann mal weiter. Als riesiger Drache gesehen haben. Ja, zum Beispiel. Guck, okay. Hier wabert es überall rum. Was denn? Da, auch im Boden, diese Dämpfe da eben. Aha. Dass es sich so krass weit ausbreitet, wenn das Gold nur an einem Ort war. Aber ja, wer weiß, wo es noch ist. Wir haben es ja bisher nur einmal gefunden. Oder in meinem gesehen. Arsch. Und da hatte ich Schliss ja auch gut. Und wenn du überlegst, alle sind nur durch Stürze oder auf den Kopf gestorben, ne? Niemand ist ja wirklich durch was Übernatürliches oder so getötet worden. Ja, du hast recht. Die haben das gesehen, haben Panik gekriegt, sind umgefallen.
Schon ungefähr so, wenn ich auf meinem Gehaltscheck sehe, wie viel Steuern ich zahlen muss. Verstehst? Ja, ja. Fällt auch um, gell? Oder habe ich jetzt falsch verstanden? Das ist genau richtig verstanden. Gut. Passiert nochmal was Spannendes oder was? Es wäre geil, wenn der eigentlich auf dem Boden kniet und übel den Dampf einatmet. Oh, ne? Hi. Also. Ah, geil. Voll die Haarlos. Das haben die Fischer wohl von der Du. Ja. Ist es in Ordnung? Es hat vielleicht noch ein paar Minuten Luft. Lohnt sich das denn? Was hält uns noch bloß auf? Lassen wir es. Zu klobig und schwer lohnt nicht. Nein. Wir nehmen es mit. Obwohl ich gerade was komplett anderes gesagt habe. Ich bin gespannt. Weißt du, am Ende hätten sie es gebraucht, nehme ich wahrscheinlich, um zu entkommen. Ihr habt doch gesagt, wir nehmen es mit. Ja? Oh, der Konrad! Was? Wir müssen weiter. Wow. Der ist schon lange tot. Der ist schon lange tot, ja. Siliconerie, ja. Voll cool, ey. Das die französische Ding gefällt mir. Mhm. Die Audio. Ja. Team ist übel tot. Ja. Guck, wie er so. Ja. Du kommst jetzt mit. Da ist die Kappe. Oh ja. Die Kappe, die Kappe. Oh nee, er weidet ihn jetzt. Oh nee, Alter. Hä, wie kommst du drauf? Wow, 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 wow. Der guckt gleich hier rüber. Ich dachte, der weidet ihn jetzt aus oder so. Manchmal sind die Katzen ein bisschen komisch, aber. Ja. Ah, guck, hier ist die Katze rein. Ah. Jetzt wird er verrückt, guck. Ja, aber der sieht die vielleicht noch und denkt, der wird. Aha. Okay. Oh, jetzt ist spannend. Ich versuche mein Bestes, genau. Ah, gut gemacht. Boah, sehr gut, hey. Aber jetzt laufen sie auch da rein. Ja, aber wir haben noch das, Ja, stimmt, die können vielleicht dadurch atmen. Aber die raffen es immer noch nicht. Nee, jetzt nehmen wir erstmal das Ding da. Nein, nicht das. Ich glaube, es wird eh gescriptet sein, ab wann's. Ja, wahrscheinlich. Diesmal? Streng geheim. Zu Händen Kaplan. Captain Stephen Hunt, nee, Captain Stephen Hunt mit Herbert. Corporal. Na super. Ja, Corporal heißt es. Aber ich konnte nichts machen. Ansehen oder rennen? Ansehen. Ja. Scheiße. Ja. Also ich konnte nichts machen. Wieder was gelernt. Problem ist, nächstes Mal bei Gamestar. Oh ja, das stimmt. Aber wieder was gelernt. CPL heißt Corporal. Oder AIDS. Aber halt in anderen Buchstaben. Hm. Im großen Latino. Im kleinen, nicht?